Ich habe über vieles nachgedacht. Und die Sache ist die, ich liebe dich. Was soll das heißen? Ich liebe dich. Wie soll ich deiner Meinung nach darauf reagieren? Wie wär's mit ich liebe dich auch? Wie wär's mit ich gehe jetzt? Bedeutet dir das, was ich gesagt habe, gar nichts? Tut mir leid. Ich weiß, es ist Silvesterabend und ich weiß, dass du einsam bist, aber du kannst hier nicht einfach auftauchen, mir sagen, dass du mich liebst und erwarten, dass damit zwischen uns alles wieder gut ist. So funktioniert das nun mal nicht. Und wie funktioniert es dann? Ich weiß es nicht, aber so jedenfalls nicht. Wie wäre es denn so? Ich liebe dich dafür, dass dir kalt ist, wenn draußen 25 Grad sind. Ich liebe dich dafür, dass du 1,5 Stunden brauchst, um ein Sandwich zu bestellen. Ich liebe dich dafür, dass du eine Falte über der Nase kriegst, wenn du mich so ansiehst. Ich liebe dich dafür, dass ich nach einem Tag mit dir dein Parfum immer noch an meinen Sachen riechen kann. Und ich liebe dich auch dafür, dass du der letzte Mensch bist, mit dem ich reden will, bevor ich abends einschlafe. Und das liegt nicht daran, dass ich einsam bin. Und das liegt auch nicht daran, dass Silvester ist. Ich verrate dir, warum ich heute Abend hierher gekommen bin. Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt. Siehst du? Das ist wieder ganz typisch für dich. Du sagst solche Sachen und damit machst du es mir unmöglich, dich unendlich zu hassen. Und ich hasse dich. Ich hasse dich wirklich.